Wenn Sie erlauben, fahren wir fort mit Top 11. Das ist die Nachwahl eines Mitglieds und nachrückender Mitglieder des Rundfunkrates des Hessischen Rundfunkes. Tagesordnungspunkt 11, Drucksache 20-3130 nach § 5 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk gehören dem Rundfunkrat unter anderem 5 Abgeordnete des Hessischen Landtages an, wobei die Fraktionen Listen vorlegen können, aus denen die 5 Abgeordneten nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen sind. Listenverbindungen sind zulässig. Gewählt wird nach Saint-Lagé-Schepers. Mit Schreiben vom 30. Juni 2020 hat der Abgeordnete Michael Boddenberg, Fraktion der CDU, auf seine Mitgliedschaft im Rundfunkrat verzichtet. Und mit Schreiben vom gleichen Tag verzichteten die als Nachrücker gewählten Abgeordneten Astrid Wallmann, CDU, Holger Bellino, CDU und Sandra Funken, CDU, auf ihr Amt. Die Fraktion der CDU schlägt nun vor, die Abgeordnete Ines Claus als Mitglied und die Abgeordneten Astrid Wallmann, Holger Bellino und Sandra Funken als Nachrücker für die Nachwahl. Ich darf Sie fragen, ob weitere Vorschläge gemacht werden. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich darf fragen, ob wir durch Handzeichen abstimmen können. Das ist offensichtlich der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der CDU, Drucksache 20-3130, zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Dass die Fraktion der AfD, die Freien Demokraten, CDU, Bündnis 90, die Grünen und die Sozialdemokraten. Wer stimmt dagegen? Wer niemand? Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit sind Frau Abg. Ines Claus als Mitglied sowie die Abgeordneten Astrid Wallmann und Holger Bellino sowie Sandra Funken zu Nachrückern in den Rundfunkrat gewählt. Ich darf gratulieren.